Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem kostenlosen Shopbetreiberkurs für Shopware 6. In der letzten Folge haben wir uns die Erlebniswelten bzw. CMS-Layouts genauer angeschaut. Heute wollen wir endlich mal Produkte erstellen. Heute erstellen wir allerdings nur einfache Produkte und schauen uns mal an, welche Einstellungsmöglichkeiten es eben bei diesen einfachen Produkten gibt. Variantenprodukte schauen wir uns in dem zukünftigen Teil an, weil das einfach ein zu großes Thema für sich ist. Starten wir direkt los. Ich bin Thomas von Studio Solid. Wir starten wie immer in unserem Dashboard und gehen dann hier auf den Navigationspunkt Kataloge und hier auf Produkte. Hätten wir jetzt schon Produkte angelegt, dann würden wir jetzt eine Auflistung aller Produkte sehen, die wir im kompletten Shop angelegt haben. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja im früheren Teil schon mal das Thema Verkaufskanäle angesprochen. Wenn ihr also mehrere Verkaufskanäle habt, zum Beispiel einen Verkaufskanal, wo ihr jetzt nur Kleidung verkaufen wollt und auf einem anderen Verkaufskanal wollt ihr Sportartikel verkaufen, dann landen trotzdem alle Produkte hier in der Übersicht, sowohl die Kleidung als auch die Sport. Produkte. Jedes Produkt kann dann aber ein oder mehreren Verkaufskanälen zugewiesen werden und wird dann eben in dem entsprechenden Verkaufskanal ausgespielt. Ihr könnt euch das hier also vorstellen wie eine Art globales Lager für all eure Produkte. Um Produkt anzulegen, können wir hier oben jetzt auf Produkt anlegen klicken. Hier ist aber auch noch so ein kleiner Pfeil, zumindest seit der Version 6.4.19, glaube ich. Und wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr, dass ihr auch digitale Produkte anlegen könnt. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Wenn ihr auf Produkt anlegen klickt, dann wird ein Artikel angelegt, der quasi physisch existiert. Aber wenn ihr zum Beispiel Videos verkaufen wollt, zum Beispiel Online-Kurse oder sonstiges, dann geht es eben seit der Version 6.4.19 mit Shopware auch. Denn jetzt könnt ihr endlich auch digitale Produkte anlegen. Der Unterschied liegt dann vor allem darin, dass ihr bei den digitalen Produkten eben Dateien hinzufügen könnt. Und wenn ein Kunde später das Produkt kauft, bekommt er einen personalisierten Link per E-Mail zugespielt, mit dem er die Dateien dann herunterladen kann. Das ist aber auch nochmal ein Thema für sich, also schauen wir uns erstmal physische Produkte an. Dafür klicken wir jetzt erstmal auf Produkt anlegen. Und jetzt kommen wir direkt schon in die Detailansicht bzw. das Erstellungsformular für ein Produkt. Da gibt es sehr viele verschiedene Felder und am besten wir gehen einfach mal wie immer von oben nach unten durch. Erstmal braucht unser Produkt einen Namen. Da geben wir jetzt einfach mal T-Shirt ein. Dann können wir einen Hersteller vergeben. Standardmäßig hat sich Shopware hier schon mal selbst erstellt, nämlich Shopware AG. Wir haben jetzt aber in der Herstellerübersicht leider noch keine Hersteller erstellt, deshalb können wir da eigentlich auch nichts vergeben. Das wird uns jetzt bei der Produkterstellung noch öfter passieren, weil das Produkt an sehr vielen Stellen auf andere Listen zugreift und sich da quasi Einträge rauszieht und die mit dem Produkt verknüpft, beziehungsweise mit sich selbst. Beziehungsweise Shopware verknüpft die Sachen miteinander. Also bevor wir hier jetzt einfach rausspringen, würde ich vorschlagen, wir machen hier mal das Menü auf unter Kataloge, Hersteller, gehen hier mit einem rechten Mausklick auf und öffnen das Herstellermenü einfach mal in einem neuen Tab. Dann verlieren wir hier unseren Erstellungsprozess nicht, können aber hier einen Hersteller für unser T-Shirt anlegen. Eine wichtige Sache, die man beachten sollte, wenn man in der Shopware-Administration mit mehreren Tabs arbeitet. Standardmäßig hat die Shopware-Administration ein Timeout von 20 Minuten und das gilt für jeden Tab. Also wenn ihr 5 Tabs in der Shopware-Administration offen habt und auch nur ein Tab von diesen 5 wird 20 Minuten lang nicht geöffnet, dann läuft eure Session aus und ihr müsst euch wieder neu anmelden. Das nur als kleiner Tipp, weil wir auch ein paar Kunden haben, die immer wieder in dieses Problem reinlaufen. Also da einfach schauen, dass nicht zu viele Tabs gleichzeitig offen sind. Wir klicken hier also jetzt auf Hersteller anlegen und dann kommen wir wieder in ein neues Erstellungsformular und da können wir jetzt mal Studio Solid eingeben. Wir machen zwar keine T-Shirts, zumindest noch nicht. Man kann auch eine Website angeben. An manchen Stellen wird die dann mit dem Herstellernamen verlinkt. Das können wir ja zum Test mal machen. Man kann ein Logo vergeben. Auch da habe ich mal unser Logo oder unser Fav-Icon einfach mal bereit. Und wir können auch beim Hersteller einen Beschreibungstext pflegen. Den kopiere ich jetzt auch einfach mal rein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo diese Informationen später ausgegeben werden, weil ich selbst noch nicht so viel mit Herstellern in Shopware gearbeitet habe. Aber probieren wir es doch einfach mal aus. Nachdem wir auf Speichern geklickt haben, können wir diesen Tab schließen und dann kehren wir wieder zurück zu unserer Produkterstellung. Und jetzt können wir hier auf Hersteller klicken und jetzt sollte unser neu angelegter Hersteller hier auch aufgelistet werden. Und den wählen wir direkt mal aus. Dann kommen wir zum nächsten Feld, nämlich der Produktnummer. Die Produktnummer erstellt Shopware normalerweise automatisch und zwar auf Basis von einem sogenannten Nummernkreis. Jetzt sind wir schon an der nächsten Stelle, wo wir wieder etwas, was woanders definiert und eingestellt wird, beim Produkt quasi verwenden können. Wenn wir hier aufs Fragezeichen gehen, ist auch nochmal ein Erklärungstext genau zu dem, was wir uns jetzt anschauen. Und zwar gehen wir hier auf Einstellungen, machen den rechten Mausklick, öffnen das auch wieder in einem neuen Tab, gehen dann auf den Reiter Shop und hier auf den Einstellungsbereich Nummernkreise. Und hier gibt es standardmäßig auch
durch die Installation schon angelegt verschiedene Nummernkreise für verschiedene Anwendungsfälle. Also wir können hier jetzt mal auf Produkte gehen und dann wird uns auch schon die Information bereitgestellt, dass man auch nur einen einzigen Nummernkreis für Produkte in Shopware pflegen kann. Und zwar wird er aktuell zusammengesetzt aus dem Präfix SW, der Startnummer 10.000 und keinem Suffix. Und die aktuelle Nummer ist die 10.000. Hier unten wird auch nochmal angezeigt, wo wir uns aktuell befinden, nämlich bei SW 10.001. Das ist unsere Produktnummer, die wir bekommen haben, als wir das neue Produkt erstellt haben. Die 10.001 aus dem Grund, weil ich vor dem Tutorial schon mal testweise ein Produkt angelegt hatte. Und damit können wir sozusagen dann steuern, wie unsere Produktnummern in Zukunft, wenn wir neue Artikel anlegen, automatisiert erstellt werden. Wenn wir ein anderes Präfix wollen oder eine andere Startnummer, können wir das hier eben pflegen. Es gibt auch noch den erweiterten Modus, wo wir dann mit Patterns arbeiten können. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber für unsere Zwecke reicht das jetzt erstmal völlig aus. Deswegen schließe ich diesen Tab mal wieder. Und was man zusätzlich sagen muss, ist, Shopware setzt standardmäßig diese Produktnummer inkrementell immer nur ein, wenn man ein neues Produkt anlegt. Aber das ist natürlich ein komplett freies Textfeld und ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Das heißt, wenn ihr Produktnummern habt, die jetzt nicht an irgendeinem Nummernkreis gebunden sind und von irgendeinem Hersteller kommen, wo ihr die Produkte beispielsweise bezieht, könnt ihr die Produktnummern hier direkt auch manuell pflegen. Dann kommen wir zum Feld Beschreibung. Hier können wir einfach Beschreibungstext für unser Produkt einfügen. Ich habe hier mal Blindtext, den ich hier direkt einfüge. Und dann haben wir in der Karte allgemein als letzte Option noch den Schalter, um das Produkt hervorzuheben. Wenn ihr hier auf das Fragezeichen geht, kommt auch wieder der Erklärungstext. Das bedeutet einfach nur, dass im Produktlisting dieses Produkt dann einen kleinen Badge bekommt mit dem Begriff Tipp. Und dadurch wird das Produkt im Listing eben im Vergleich zu anderen Produkten ein bisschen hervorgehoben. Das lassen wir mal aus und klicken auf Speichern. Und dann bekommen wir auch schon direkt eine Fehlermeldung, dass ein paar Pflichtfelder noch fehlen. Es gibt also natürlich noch ein paar weitere Felder, die gepflegt sein müssen, bevor wir ein Produkt tatsächlich anlegen können. Zum Beispiel den Namen. Das erkennt man auch immer hier an dem Sternchen. Und wir müssen eben mindestens einen Brutto- und Nettopreis pflegen. Außerdem müssen wir auch einen Steuersatz pflegen. Wählen wir also mal einen Steuersatz für unser Produkt. Standardmäßig legt Shopware hier auch bei der Installation drei verschiedene Steuersätze an, nämlich den Standardsatz von 19%, den ermäßigten Satz von, ich glaube, 7% und den stark ermäßigten Satz, das bedeutet einfach 0% Steuerberechnung. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir quasi an einer anderen Stelle diese Einträge anlegen können und sie dann hier nur auswählen und verknüpfen können. Das heißt, um uns mal die Steuersätze anzuschauen, müssen wir hier auch wieder rechter Mausklick auf Einstellungen, in neuen Tab öffnen, dann auch wieder in den Reiter Shop und hier auf den Einstellungspunkt Steuern. Und hier sehen wir schon die drei Steuerarten, die wir beim Produkt wählen konnten, auch direkt mit Vorschau des entsprechenden Steuersatzes. Wenn ihr euren Shop in Deutschland betreibt und nach Deutschland verkauft, dann müsst ihr hier eigentlich auch keinen neuen Steuersatz anlegen, denn der 19% Steuersatz gilt ja bei uns. Der ist hier übrigens auch als Standard definiert. Der ermäßigte Satz gilt, glaube ich, da bin ich wirklich kein Experte, für Tabakwaren und bestimmte Lebensmittel. Und 0% Mehrwertsteuer kenne ich tatsächlich gar kein Produkt, wo das der Fall ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wann man den verwendet. Was man allerdings beachten sollte beim Steuersatz. Wenn wir hier mal auf die drei Punkte klicken und auf Bearbeiten, dann sehen wir, dass hier eben 19% standardmäßig eingestellt sind und hier unten aber eine Liste hinzugefügt wird, auch standardmäßig, mit anderen Steuersätzen in anderen Ländern. Und das ist ein super geiles Feature, weil wenn Leute aus Belgien beispielsweise bei euch einkaufen, dann findet die Steuerberechnung mit 21% statt 19% statt, weil das eben in Belgien der geltende Mehrwertsteuersatz ist. Was ihr dabei aber unbedingt beachten müsst, ist, ob ihr die Mehrwertsteuer in dem anderen Land überhaupt abführen müsst oder ob es noch in Deutschland abzuführen ist. Da gibt es eine Umsatzgrenze. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, wenn ihr über 10.000 Euro in andere EU-Länder im Jahr verkauft, dann müsst ihr die Umsatzsteuer in andere Länder abführen. Und wenn es unter diesem Betrag liegt, dann könnt ihr alles in Deutschland abführen. Nagelt mich da aber bitte nicht fest. Das ist keine finanzrechtliche Auskunft oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall nur ein wichtiger Tipp, den ihr auf dem Schirm haben solltet. Und falls ihr eure Mehrwertsteuer nämlich nicht in andere Länder abführen müsst, dann müsst ihr einmal durch die aufwendige Klickarbeit gehen und hier wirklich jedes andere Land einfach mit den drei Punkten und dem Eintrag löschen, rauslöschen und den Steuersatz dann speichern. Oder bevor ihr alles rauslöscht, könnt ihr natürlich auch einfach einen neuen Steuersatz anlegen, auch mit 19%, in dem keine Länder zugewiesen sind. Das ist, glaube ich, weitaus einfacher. Das aber nur am Rande. Gehen wir wieder zurück zu unserem Produkt. Wir wählen jetzt hier also einfach den Standardsatz aus. Der ist, glaube ich, standardmäßig auch ausgewählt, wenn man ein neues Produkt anlegt. Und jetzt seht ihr die beiden Felder und dazwischen ist so ein kleines blaues Schloss. Jetzt könnt ihr mal probieren. Ihr könnt entweder in das Nettopreisfeld reingehen mit eurem Cursor und da was reintippen oder in das Bruttopreisfeld. In beiden Fällen, wenn ich hier jetzt 10 Euro netto reinschreibe, wird mir der Bruttopreis automatisch berechnet auf Basis des Steuersatzes, der hier ausgewählt ist. Das ist natürlich super praktisch. Wenn ich das aber nicht möchte,
möchte, weil ich aus irgendeinem Grund meine Bruttopreise und meine Nettopreise nicht von Shopware selbst berechnen will. Das kann zum Beispiel auch der Fall sein, wenn ich eine andere Software verwende, die dann über die API-Schnittstelle auf Shopware zugreift und die Preise pflegt. Dann kann ich hier dieses blaue Schloss anklicken und dann wird das aufgemacht. Und jetzt kann ich den Bruttopreis komplett unabhängig vom Nettopreis pflegen. Das brauchen wir in dem Fall aber wie gesagt nicht. Wir wollen jetzt, dass Shopware unseren Steuersatz berechnet. Deswegen klicken wir hier wieder auf Schloss drauf und setzen unser T-Shirt mal zu einem Bruttopreis an von 19,90 Euro. Ah, okay. Ich habe ein Komma eingegeben. Komma ist kein gültiger technischer Trenner für Dezimalstellen. Deswegen müssen wir einen Punkt verwenden und 90 eingeben. Das wird auch automatisch gekürzt auf 19,9. Und dann haben wir hier unseren Nettopreis von 16, und dann ein paar Nachkommastellen. Die werden dann später in der Berechnung übrigens immer gerundet. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, fällt mir ein, da können wir auch kurz drauf schauen. Gehen wir wieder in die Einstellungen, Link in neuen Tab öffnen, dann auch wieder auf den Reiter Shop und hier auf den Punkt Währungen. Und hier haben wir ja damals im ersten Teil des Kurses in der Installation schon definiert, dass wir nur Euro als Währung haben wollen. Deswegen wurde diese Währung auch nur angelegt. Ihr könnt hier natürlich auch weitere Währungen anlegen. Gehen wir aber mal auf die Währung Euro. Und dann habt ihr hier einige Einstellungen zu der Währung, inklusive des Bereichs Preisrundung. Und hier könnt ihr beispielsweise definieren, auf wie viel Nachkommastellen Preise gerundet werden sollen bei der Berechnung. Das gilt sowohl für einzelne Positionen, das heißt einzelne Produkte, als auch die Summen, die errechnet werden, zum Beispiel für den Warenkorb am Ende. Und ihr könnt auch Rundungsintervalle definieren. Das lassen wir jetzt alles mal standardmäßig so, wie es ist, aber ihr habt auf dem Schirm, dass ihr das steuern könnt. Also schließen wir den Tab hier wieder. Und dann haben wir hier im Bereich Preise noch drei andere Felder, beziehungsweise sechs andere Felder, nämlich einmal den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis ist quasi einfach nur dafür da, dass ihr einen Einkaufspreis pflegen könnt, wenn ihr die Produkte von einem anderen Händler bezieht. Wenn ich mich nicht irre, gibt es aktuell noch keine richtigen Auswertungsfeatures, wo man Einkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis sieht und Stückzahl und Analysen und Co. Trotzdem ist es sicherlich sinnvoll, wenn ihr irgendwelche Drittanbietersysteme verwendet, die sich diese Daten dann eben ziehen können. Dann kommen wir noch zum Streichpreis und das war am Anfang für mich mal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil ich dachte, okay, über den Streichpreis kann ich sozusagen einen vergünstigten Preis pflegen und den Preis hier oben von meinem Produkt muss ich nicht mehr anfassen. Aber Streichpreis, das steckt ja eigentlich schon alles im Namen, das ist der Preis, der durchgestrichen wird. Das heißt, wenn ihr jetzt ein individuelles Produkt günstiger anbieten wollt, dann könnt ihr hier den Streichpreis pflegen, das heißt den teureren Preis bzw. den ursprünglichen Preis, den das Produkt gekostet hat. Wenn wir bei unserem Streichpreis also jetzt zum Beispiel 29,90 eingeben, dann ist das der Preis, der später bei unserer Produktdarstellung auch durchgestrichen wird. Und das Produkt wird weiterhin für 19,90 € verkauft. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ihr über diesen Weg ein einziges Produkt mal günstiger anbieten möchtet, dann müsst ihr den alten Preis, also die 19,90 € in dem Fall, hier unten in den Streichpreis eintragen und euren vergünstigten Preis dann hier oben, zum Beispiel 15 €. Das schauen wir uns dann aber nochmal genauer an, wenn wir das Produkt in der Storefront anschauen. Lass das hier also mal bei 19,90 € und den Streichpreis lasse ich komplett leer. Und dann gibt es noch den günstigsten Preis der letzten 30 Tage. Und das ist eine neue Regelung, die eingeführt wurde. Ich glaube, das müsste Ende letzten Jahres gewesen sein. Und das ist zum Verbraucherschutz, weil ihr könntet ja jetzt theoretisch einfach sagen, mein Standardpreis fürs T-Shirt ist 19,90 €. Ich verkaufe mein T-Shirt über das ganze Jahr für diesen Preis. Aber jetzt kommt Black Friday um die Ecke oder Weihnachten oder irgendwas anderes. Und damit ihr das ein bisschen attraktiver für eure Kunden macht, tragt ihr hier dann einfach mal 30 € ein. Und dann denkt sich jeder Kunde natürlich, wow, super, das ist reduziert. Ich kaufe dieses T-Shirt. Und da sagt der Verbraucherschutz eben seit einiger Zeit, nee, das ist nicht ganz legitim. Und das ist ja auch richtig so. Ihr solltet eure Kunden ja nicht verarschen. Und deshalb gibt es eben jetzt die Regelung, dass ihr den günstigsten Preis der letzten 30 Tage auch in eurem Shop darstellen müsst. Das heißt, wenn ihr in dem Fall jetzt 30 € einfach als Streichpreis eingetragen habt, müsst ihr hier unten eben auch eure 19,90 € reinschreiben. Und dann sieht der Verbraucher zwar, okay, das Ding ist zwar reduziert, aber vor 30 Tagen hat das T-Shirt auch 19,90 € gekostet. Und dann ist die Kaufentscheidung doch nochmal eine andere. Es liegt natürlich komplett an euch, diese Preise auch korrekt und legitim zu pflegen. Aber für EU-Länder ist es, wie gesagt, eine neue notwendige Regelung. Und Shopware ist damals sehr schnell hinterhergekommen, diese Felder zu implementieren, damit ihr euren Shop auch rechtskonform betreiben könnt. Das brauchen wir jetzt hier aber erstmal nicht, weil wir unseren Streichpreis ja auch leer lassen. Und dann gibt es noch den Bereich währungsabhängige Preise. Wenn ihr da mal draufklickt, dann geht ein kleines Modal auf. Und da wir jetzt natürlich nur die Währung Euro angelegt haben, ist das relativ sinnlos. Aber hätten wir jetzt andere Währungen noch angelegt,
angelegt. Dann könntet ihr all diese Preisfelder, außer natürlich den Einkaufspreis, der sollte ja in einer festen Währung vorliegen, eben in allen anderen Währungen individuell pflegen. Das heißt, wenn euer Shop beispielsweise die Währung Dollar unterstützt, könnt ihr die Dollarpreise eben selbst pflegen. Im Normalfall rechnet Shopware aber die Währungen selbst immer um. Und wenn ihr Zahlungsanbieter verwendet, die andere Währungen unterstützen, dann kümmern sich die Zahlungsanbieter auch meistens selbst darum, die Währung dann entsprechend umzuwandeln, auch zum aktuellen Kurs. Und der Nutzer zahlt einfach den entsprechenden Preis in Dollar. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, wie man das mit der Faktorisierung macht bei den verschiedenen Währungen, da können wir auch nochmal kurz in die Einstellungen gehen, in einem neuen Tab. Dann wieder in den Reiter Shop und auf den Reiter Währungen. Und bei unserer Euro-Währung gibt es hier ein Feld, das nennt sich Faktor, das ist auch ein Pflichtfeld. Und da unsere Euro-Währung die erste initiale Währung war, mit der wir unseren Shop installiert haben und damit unsere Grundwährung ist, hat die den Faktor 1. Und wenn wir jetzt andere Währungen eben anlegen, dann können wir hier die Faktorisierung selbst festlegen. Wenn ich hier auf Währung anlegen klicke, dann sehe ich hier dieses Feld eben leer und damit könnt ihr steuern, in welchem Faktorisierungssatz die Währung dann umgewandelt wird. Kommen wir zurück zu unserem Produkt. Hier gibt es noch ein paar weitere Felder, nämlich im Bereich Lieferbarkeit gibt es den Lagerbestand. Das ist relativ selbsterklärend, damit könnt ihr euren aktuellen Lagerbestand pflegen. Wir haben jetzt mal 10 T-Shirts auf Lager. Der verfügbare Bestand ist einfach nur ein Read-Only-Feld, also ein Feld, das ihr nur auslesen könnt. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der unser T-Shirt in der Stückzahl 5 bestellt, dann hätten wir direkt nach der Bestellung weiterhin einen Lagerbestand von 10, aber einen verfügbaren Bestand von 5. Und erst wenn wir die Bestellung bearbeiten und die Bestellung als fertiggestellt markieren, dann wird der echte Lagerbestand auch abgezogen und dann steht Lagerbestand 5 da und verfügbarer Bestand 5. Das schauen wir uns alles nochmal genauer an, wenn wir in dem zukünftigen Teil dann mal unsere erste Testbestellung durchgehen. Dann können wir einen Artikel auch als Abverkauf markieren. Dann kann dieser Artikel nicht über den definierten Lagerbestand hinaus verkauft werden. Dann könnt ihr eine Lieferzeit auswählen. Da sind wir wieder an der Stelle, dass wir an einer anderen Stelle in Shopware die Optionen pflegen und wir sie hier dann nur auswählen können. Dazu können wir auch wieder auf die Einstellungen, rechter Mausklick, neuer Tab, gehen hier auch wieder auf den Reiter Shop und auf den Einstellungspunkt Lieferzeiten. Und dann sehen wir hier auch, dass Shopware standardmäßig schon ein paar mögliche Lieferzeiten angelegt hat bei der Installation. Und wenn wir mal auf die Lieferzeit von 1 bis 3 Tagen gehen, was eigentlich immer der Normalfall sein sollte, dann sehen wir hier eben auch, dass wir verschiedene Dinge einstellen können. Wir können der Lieferzeit einen Namen geben. Der Name, der ist allerdings nur für uns in der Administration ersichtlich, damit wir wissen, welche Lieferzeit wir dann beim Produkt verknüpfen. Wir können eine Einheit vergeben, und zwar von Stunden bis hoch zu Jahren. Und wir können ein Minimum und ein Maximum definieren. Und nur diese Felder werden dann später in der Storefront verwendet, um die Lieferzeit auszugeben neben dem Produktpreis. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem Produkt und wählen hier jetzt eben einfach mal die Lieferzeit von 1 bis 3 Tagen. Dann könnt ihr noch eine Wiederauffüllzeit definieren. Das ist die Zeit, die ihr in Tagen benötigt, um neue Stückzahlen bereitzustellen, wenn der Lagerbestand erschöpft ist. Auch das wird in der Storefront ausgegeben, damit eure Kunden wissen, wann sie damit rechnen können, dass neue Stückzahlen zur Verfügung stehen. Ihr könnt einen Artikel als versandkostenfrei markieren. Dann wird er komplett aus der Berechnung der Versandkosten rausgenommen. Das lassen wir hier auch mal aus. Ihr könnt eine Mindestabnahme definieren. Das heißt, man muss zum Beispiel mindestens 5 T-Shirts kaufen. Ihr könnt eine Staffelung vergeben, also ein Verkaufsintervall. Das heißt, ihr könnt das auch immer nur in 5er-Schritten kaufen. 5 T-Shirts, 10 T-Shirts, 15 T-Shirts. Und ihr könnt eine Maximalabnahme definieren, also maximal 100 T-Shirts. Immer darauf bezogen, was eine Person in einer Bestellung eben maximal bestellen kann. Dann kommen wir zum Bereich Zuweisung. Hier können wir die Verkaufskanäle wählen, mit denen das Produkt verknüpft sein soll. Wir haben jetzt aktuell nur einen Verkaufskanal, nämlich den Verkaufskanal Shopware 6 Tutorial. Deswegen passt das so. Wir können das Produkt deaktivieren oder aktivieren. Wir können diese Sichtbarkeit auch in den verschiedenen Verkaufskanälen einstellen. Also wir können hier mal draufklicken, dann geht auch wieder ein kleines Modal auf. Und hätten wir jetzt mehrere Verkaufskanäle, könnten wir das auch für mehrere Verkaufskanäle definieren, so eben gerade nur für den einen. Aber wir können sagen, das Produkt ist einfach komplett sichtbar. Es wird in den Produktlisten ausgeblendet oder es wird in den Produktlisten und der Suche ausgeblendet. Und somit ist das Produkt trotzdem aktiv, hat eine URL, die auch annavigiert werden kann von euren Kunden, aber wird eben nicht in den Listings oder in der Suche angezeigt. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man irgendwelche versteckten Produkte erzeugen möchte, für die Kunden tatsächlich den Link benötigen, um draufzukommen. Dann können wir eben auch Kategorien zuweisen. Jetzt wird euch vielleicht klar, warum wir das Thema
Thema Kategorien am Anfang gemacht haben. Hier können wir jetzt eben reinklicken und dann sehen wir die Kategorien, die wir im früheren Teil angelegt haben. Dann nehmen wir mal die Kategorie Kleidung, beziehungsweise haben wir ja sogar eine Kategorie T-Shirts angelegt. Die heißt jetzt noch T-Shirts mit neuem Namen, weil wir einmal eine Umbenennung ausprobiert haben. Aber dann nehmen wir doch direkt diese Kategorie und ihr seht, dass wenn man jetzt eine Unterkategorie auswählt, dass die oberen Kategorien logischerweise immer mit ausgewählt werden. Das heißt, dadurch, dass ich das Produkt jetzt der Kategorie T-Shirts zugewiesen habe, ist das Produkt natürlich auch Teil der Kategorien Kleidung und Home. Home sowieso, weil das ist unser Einstiegspunkt. Aber unser T-Shirt wird dann eben auch in Produktlistings der Seite Kleidung angezeigt. Wir können natürlich auch noch mehrere Kategorien auswählen, wie zum Beispiel hier Schuhe und Hosen. Und wenn ihr verschiedene Verkaufskanäle haben solltet, dann haben diese Verkaufskanäle wahrscheinlich auch verschiedene Einstiegspunkte und dann müsst ihr so oder so verschiedene Kategorien zuweisen. Aber in unserem Fall reicht diese Kategorie jetzt mal aus, deswegen lassen wir die. Dann könnt ihr genauso wie auch bei den Kategorien Tags vergeben. Tags sind aber eigentlich wirklich nur für den internen Gebrauch gut. Die haben jetzt keine Auswirkung für eure Kunden. Beziehungsweise schon, wenn ihr sie später für die Auswertung von Rule-Builder-Regeln verwendet, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Brauchen wir hier also erstmal nicht. Und ihr könnt noch ein paar zusätzliche Keywords angeben, womit man das Produkt in der Suche finden kann. Wenn ihr zum Beispiel hier in eurer Produktbeschreibung jetzt einen bestimmten Begriff nicht verwendet oder auch in eurem Produkttitel einen bestimmten Begriff nicht verwendet, wollt aber, dass das Produkt auf jeden Fall in der Suche angezeigt wird, wenn jemand diesen Begriff eingibt, dann könnt ihr den Begriff hier unten eben mit eintragen. Dann gibt es noch den Bereich Medien. Hier können wir dann eben Bilder zum Produkt hinzufügen. Das erste Bild, das ihr reinsetzt, wird auch direkt als Cover definiert. Also das Cover eines Produkts ist das Bild, was in Produktlistings dann angezeigt wird. Und die restlichen Bilder werden dann eben auf der Produktdetailseite in der Produktgalerie dargestellt. Können wir einfach mal noch zwei andere Bilder hinzufügen. Und dann gibt es noch die letzte Karte, nämlich Auszeichnung. Dort könnt ihr ein Erscheinungsdatum definieren. Also wenn ihr ein Produkt schon anlegen wollt und anteasern wollt in eurem Shop, so dass es sichtbar und verfügbar ist für eure Kunden, dann könnt ihr das Erscheinungsdatum eben auf einen Punkt in die Zukunft setzen. Ihr könnt eine GTIN bzw. ERN-Nummer angeben. Die wird dann auch als Meta-Tag ausgegeben, also ist über Google auffindbar. Und ihr könnt die Produktnummer des Herstellers angeben. Das ist vielleicht nochmal eine gute Ergänzung zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr habt hier oben eure Produktnummer. Das ist quasi eure eigene Produktnummer für eure eigene Lagerhaltung, Produkthaltung, wie auch immer. Und wenn ihr jetzt Produkte von einem Hersteller bezieht und der Hersteller natürlich auch eigene Produktnummern hat, dann könnt ihr die hier unten eintragen. Jetzt haben wir unsere ganzen Pflichtinformationen und sogar noch viel mehr angegeben und können direkt mal auf Speichern klicken. Und was jetzt passiert ist, dass wir aus unserer Erstellungsansicht in die Detailansicht des Produkts gehen. Das heißt, jetzt haben wir unser Produkt erstellt und jetzt sind noch ein paar weitere Optionen dazu zugekommen, die wir jetzt bei dem erstellten Produkt noch pflegen können. Also wenn wir mal hier durchscrollen, ist nichts dazu gekommen. Die Allgemeinansicht ist gleich geblieben, aber wir haben hier oben eine neue Auswahl an Tabs, die eben noch dazugekommen ist. Bevor wir uns die jetzt anschauen, wollen wir aber erstmal gucken, was haben wir überhaupt erstellt und wie sieht es für den Kunden aus. Weil wir das in dem letzten Teil noch nicht gemacht haben, muss ich hier einmal kurz in die Kategorien wechseln, auf unsere Kategorie T-Shirts mit neuen Namen. Die benennen wir einmal um auf T-Shirts und als Layout ist tatsächlich das Standardkategorie Layout definiert, okay, dann habe ich mich getäuscht, dann passt das. Umbenennen mussten wir es trotzdem und wenn wir jetzt in die Storefront gehen und dann eben auf unsere Kategorie Kleidung und auf T-Shirts, dann sehen wir hier unten im Produktlisting unser erstes erstelltes Produkt. Wir sehen das Coverbild, das wir definiert haben, wir sehen den Namen des Produkts, wir sehen eine Vorschau der Beschreibung und wir sehen den Preis. Wir können es auch von hier direkt in den Warenkorb legen, dann geht unser Warenkorb auf und das Produkt landet in unserem Warenkorb. Hier können wir nochmal die Stückzahl verstellen, falls wir mehr kaufen wollen, direkt im Warenkorb, wird auch alles immer direkt neu berechnet oder wir können es wieder entfernen. Und wenn wir entweder auf das Bild oder auf den Titel klicken, dann kommen wir in die Produktdetailansicht. Hier oben sehen wir auch die URL, die stellt sich aktuell noch zusammen aus der Kategorie und unserer Produktnummer. Und wir sehen die Produktbildgalerie, wo wir durch unsere Bilder schalten können. Wir können hier auch auf das Bild draufklicken und unsere Bilder vergrößern und in einer Lightbox darstellen. Wir können auch direkt hier, bevor wir das Produkt in den Warenkorb legen, unsere Stückzahl einstellen. Wir haben hier unten standardmäßig zwei Tabs, nämlich einmal die Beschreibung, wo unsere Produktbeschreibung rauskommt und den Tab Bewertungen, wo Kunden Bewertungen hinterlassen können. Hier oben kommt übrigens unser Herstellerlogo raus, inklusive Link zum Hersteller. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann wird unsere Website in einem neuen Tab geöffnet. Und hier sehen wir eben nochmal unseren Preis. Wir sehen die Information, dass der Preis inklusive Mehrwertsteuer und
zuzüglich Versandkosten angezeigt wird. Wenn man hier draufklickt, dann kommt man auch auf diese Standardseite. Und wir sehen auch die Verfügbarkeit des Produkts. Es ist sofort verfügbar und die Lieferzeit beträgt zwischen 1 bis 3 Tage. Und hier unten sehen wir nochmal die Produktnummer. Also vielleicht nochmal kurze Ergänzung zu dem Thema Kategorien und Layouts, was wir im letzten Mal nicht durchgehen konnten, weil wir noch keine Produkte angelegt hatten. Das Element Produktlisting gibt dann quasi eine Liste aus der Produkte, die dieser Kategorie eben zugewiesen sind. Das heißt, wenn ich jetzt auf Kleidung gehe, was ja eine Überkategorie von T-Shirts ist, und wir hier dann auch unser Listing ausgeben würden, würde auch wieder das T-Shirt rauskommen, weil das ja eine Elternkategorie davon ist. Das können wir mal kurz ausprobieren. Dafür muss ich hier auf Kleidung gehen, Layout und dann eben als Layout das Standard-Kategorie-Layout verwenden und speichern. Und wenn wir jetzt hier die Kategorie Kleidung neu laden, dann sehen wir eben auch ein Produktlisting mit unserem T-Shirt. Also auch das ganze Thema lässt sich, wie gesagt, über die Layouts steuern. Kehren wir mal zurück zu unserem Produkt, um dort alle Einstellungen, die wir uns in dem Video anschauen wollen, noch durchzugehen. Und zwar gibt es den Bereich Spezifikationen und hier könnt ihr erstmal unter Maße und Verpackung verschiedene Eigenschaften zu eurem Produkt noch pflegen. Die Breite, die Höhe, die Länge, das Gewicht. Das sind alles Einheiten, die für die Versandberechnung verwendet werden können. Ihr könnt nämlich relativ smarte Versandregeln erstellen, die zum Beispiel auf Basis des Gesamtvolumens der Bestellung dann den Versandpreis errechnen. Ihr könnt Verkaufseinheiten definieren. Das haben wir ja vorhin schon mal unter allgemein gesehen. Hier ist es aber ein bisschen spezifischer. Gehen wir mal davon aus, dass wir eine Flüssigkeit oder ein Getränk verkaufen, da wird die Verkaufseinheit meistens in Litern angegeben. Wir müssten hier als Verkaufseinheit eine 1 eingeben, 1 Liter Preis. Dann müssen wir eine Maßeinheit auswählen und da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir erst welche erstellen müssen in den Einstellungen. Also gehen wir wieder in die Einstellungen in einem neuen Tab. Wieder im Reiter Shop und hier auf Maßeinheiten. Und hier können wir jetzt eine neue Maßeinheit erstellen und die nennen wir einfach mal Liter. Und die Kurzform ist ein kleines L. Speichern. Dann können wir das wieder schließen. Und jetzt können wir hier als Maßeinheit Liter auswählen. Dann können wir eine Verpackungseinheit pflegen und zwar in Textform. Also wenn wir jetzt ein Getränk verkaufen, dann wird das höchstwahrscheinlich eine Flasche sein und die Mehrzahl sind Flaschen. Und die Grundeinheit, die wir verkaufen, wenn wir es in Flaschen verkaufen, eine gängige Flasche hat ja normalerweise 0,5 Liter, also können wir hier 0,5 angeben. Und wenn wir das jetzt speichern und in die Storefront gehen, dann werden diese Informationen auch direkt hier ausgegeben, nämlich der Inhalt von 1 Liter und den Preis von 9,95 pro 0,5 Liter. Ich habe es genau falsch rum gemacht, sorry. Unsere Verkaufseinheit sind 0,5 Liter und unsere Grundeinheit sind 1 Liter, so rum. Und jetzt stimmt's, der Inhalt sind 0,5 Liter, also eine Flasche, und der Literpreis sind 39,80 Euro pro Liter. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn im Kontext von dem T-Shirt, aber mir ist jetzt für T-Shirts kein sinnvoller Vergleich eingefallen, deshalb ich glaube, mit Liter macht das am meisten Sinn. Und die Verkaufseinheit wird eben hier angegeben, wenn ihr die gepflegt habt, dann könnt ihr 1, 2, 3 Flaschen sozusagen hier direkt hinzufügen. Da das in unserem Beispiel mit dem T-Shirt, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn macht, löschen wir das alles mal wieder raus. Aber es war gut, sich das mal angesehen zu haben. Dann gibt es Eigenschaften. Eigenschaften sind ziemlich eng verknüpft mit Varianten. Deshalb schauen wir uns das im nächsten Video an. Sonst machen wir hier echt ein viel zu großes Fass auf. Springen wir also direkt zum Thema wesentliche Merkmale. Und hier sind wir auch wieder an dem Punkt, dass wir woanders diese wesentlichen Merkmale anlegen, die wir dann hier verknüpfen können. Es wird schon ein Standard-Template angelegt, beziehungsweise eine Vorlage. Und dafür müssen wir auch wieder auf die Einstellungen, auf Shop und dann auf wesentliche Merkmale. Und hier finden wir eben genau dieses Standard-Template. Und was die wesentlichen Merkmale jetzt tatsächlich auch machen, ist einfach eine Möglichkeit, wie ihr bestimmte Informationen nochmal hervorheben könnt. Wenn wir mal kurz zur Storefront wechseln, wir haben ja unseren Literpreis aktuell noch gepflegt, weil wir noch nicht abgespeichert haben. Diese Information hier, nämlich der sogenannte Grundpreis des Produkts. Und der wird hier in dem Produkt als Vorschau schon mit angezeigt, weil er in unserem wesentlichen Merkmale-Template eben angegeben ist. Die werden dann sowohl im Produktlisting schon angezeigt, als auch im Warenkorb nochmal. Und wir können diese Vorlage natürlich anpassen, wir können Felder hinzufügen. Hätten wir Eigenschaften gepflegt, könnten wir bestimmte Eigenschaften auswählen, die hier schon als Vorschau angezeigt werden. Hätten wir Zusatzfelder gepflegt, auch komplett eigenes Thema nochmal für ein zukünftiges Video, könnten wir die auswählen. Der Grundpreis, der ist schon ausgewählt, deswegen ist der auch deaktiviert. Wir können aber mal auf Produktinformationen gehen und dann auf Weiter klicken und dann bekommen wir eine Liste an Feldern, die wir bei unserem Produkt pflegen können, die wir hier auch nochmal eben direkt mit ausgeben können. Also wir können zum Beispiel mal die GTIN und das Erscheinungsdatum hier mit aufnehmen, hinzufügen und speichern. Dann
Dann mal zu unserem Produkt zurückwechseln. Das war unter Allgemein ganz unten. Und dann geben wir hier als GTIN einfach mal GTIN an, weil ich keine echte Nummer habe. Und dann wollten wir noch ein Erscheinungsdatum pflegen. Dann nehmen wir einfach mal den Donnerstag, speichern das. Und jetzt muss ich mich leider noch mal kurz korrigieren. Es geht nicht um die Ausgabe hier im Produktlisting, sondern es geht nur um den Warenkorb. Also wenn ihr dieses Produkt jetzt im Warenkorb hinzufügt, dann seht ihr diese Informationen, nämlich die GTIN und das Datum und nicht im Listing. Sorry. Da wir jetzt ein Datum in die Zukunft gesetzt haben, können wir uns auch mal direkt anschauen, wie Shopware damit umgeht, wenn ein Produkt eben noch nicht erschienen ist. Hier wird ein kleines Badge hinzugefügt, neu, damit man als Kunde eben sieht, das ist ein neues Produkt. Und ich kann das Produkt auch schon bereits bestellen. Ich kann es in den Warenkorb legen. Das haben wir gerade eben schon gemacht. Ich kann es zu einer höheren Stückzahl kaufen, so wie wir es eben eingestellt haben. Und ich könnte das Produkt jetzt kaufen. Und als Kunde müsste ich mir eben im Klaren sein, das Produkt erscheint erst am 20. Juli. Das heißt, erst ab dann kann das Produkt auch versendet werden. Wir können den Lagerbestand aber natürlich mal auf Null setzen und das Produkt als Abverkauf markieren, das ist auch noch wichtig, und das dann mal abspeichern. Und wenn wir das Produkt jetzt neu laden, dann sehen wir, dass wir nicht die Möglichkeit haben, dieses Produkt zum Warenkorb hinzuzufügen. Also das sind jetzt zwei Eigenschaften, die sich da quasi ein bisschen ergänzen, womit ihr das steuern könnt. Das Standardverhalten wäre quasi die Möglichkeit einer Vorbestellung. Das machen wir jetzt alles mal wieder rückgängig und entfernen auch wesentlichen Merkmale, die wir zum Standard-Template hinzugefügt haben, schließen den Tab wieder und gehen weiter zum nächsten Tab, nämlich erweiterte Preise. Erweiterte Preise zu erstellen kann relativ komplex werden. Deswegen schauen wir uns das jetzt nur mal relativ seicht an. Es ist aber relativ selbsterklärend, wenn man es mal verstanden hat. Zuallererst müsst ihr eine Regel auswählen, die erfüllt sein muss, dass ein erweiterter Preis überhaupt zur Verfügung steht. Wenn ihr erweiterte Preise grundsätzlich für ein Produkt pflegen wollt und diese Preise sollen immer zur Verfügung stehen und immer gelten, dann könnt ihr die standardmäßig verfügbare Regel Always Valid verwenden. Das bedeutet einfach nur, diese Regel gilt immer. Regeln könnt ihr über den Rule Builder definieren. Das ist auch wieder der Fall, dass wir an einer anderen Stelle quasi Dinge anlegen, die wir hier nur verknüpfen können. Da der Rule Builder aber wirklich nochmal ein Thema für sich ist, steigen wir hier jetzt nicht genauer ein und machen einfach mal mit der Regel Always Valid weiter. Und jetzt könnt ihr quasi Staffelpreise erstellen. Ihr könnt definieren, von welcher Mindestmenge bis zu welcher Maximalmenge bestimmte Preise gelten. Standardmäßig haben wir jetzt hier natürlich 1 bis unendlich und da werden einfach die Preise angezeigt, die wir ja schon selbst gepflegt haben. Würden wir das jetzt so abspeichern, hätte das also quasi überhaupt keinen Effekt. Aber wir können natürlich sagen, wenn man 1 bis 5 T-Shirts kauft, dann kauft der Kunde zu einem Preis von 19,90 pro T-Shirt ein. Aber wenn er 6 bis 10 T-Shirts kauft, dann wird es für ihn schon günstiger. Dann kostet das T-Shirt nämlich nur noch 15 Euro. Die Preisfelder verhalten sich genauso wie bei unserem Bereich allgemein, wo die Preise eben auf Basis des Steuersatzes berechnet werden, wenn das Schloss hier geschlossen ist. Und um es noch ein bisschen attraktiver zu machen und hervorzuheben, können wir auch den Streichpreis von 19,90 Euro hier verwenden. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob der dann tatsächlich auch angezeigt wird. Das können wir dann mal gucken. Und wir können sagen, ab einer Stückzahl von 11 wird es noch günstiger. Da kostet das T-Shirt nämlich nur noch 12 Euro. Wenn wir das jetzt speichern und unsere Detailseite aufrufen, dann sehen wir anstatt unseres einfachen Preises eben jetzt eine Preistabelle mit Anzahl und Stückzahl. Und tatsächlich wird der Streichpreis hier auch mit ausgegeben. Also ist dann tatsächlich nochmal ein bisschen attraktiveres Verkaufs- und Marketing-Element, um höhere Stückzahlen zu verkaufen. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel 10 T-Shirts zum Warenkorb hinzufügen, dann sehen wir auch, dass hier ein Stückpreis von 15 Euro im Warenkorb berechnet wird. Funktioniert also alles wie erwartet. Ihr könnt jetzt solche Staffelpreise natürlich eben über sogenannte Rule Builder Regeln steuern. Wir haben jetzt hier Always Valid ausgewählt. Ihr könnt aber über den Rule Builder natürlich auch eure eigenen Regeln erstellen. Zum Beispiel standardmäßig als Beispiel legt Shopware die Regel an Customers from USA. Und so könntet ihr beispielsweise Staffelpreise nur für Kunden bereitstellen, die aus den USA einkaufen. Für unser Beispiel reicht es jetzt an der Stelle und den Rule Builder schauen wir uns, wie gesagt, in einem zukünftigen Video an. Da wir jetzt aber keine Staffelpreise für das Beispiel wollen, können wir die ganze Preisregel auch nochmal löschen. Und nur zur Ergänzung, weil es in der EU ja notwendig ist, geben wir hier mal noch den günstigsten Preis ein. Der muss natürlich, damit er angezeigt wird, größer sein als der aktuelle Preis. Also sagen wir mal, das T-Shirt hat in den letzten 30 Tagen zum günstigsten Zeitpunkt 25 Euro gekostet. Und wenn wir jetzt unser Listing neu laden, dann sehen wir eben unseren aktuellen Preis, unseren Streichpreis und wir sehen auch, dass es in den letzten 30 Tagen 25 Euro gekostet hat und wissen damit dann eben auch, dass wir uns eigentlich nur 5 Euro statt 10 Euro sparen. Das wird dann auch genauso auf der Detailseite angezeigt. Und reduzierte Artikel bekommen außerdem noch standardmäßig so einen kleinen Badge im Produktlisting. Das können wir
hier mal wieder entfernen, speichern. Varianten schauen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video an. Dann gibt es genauso wie bei den Kategorien den Punkt Layout. Und ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Video haben wir ja gesehen, dass es den Layout-Typ Produkt gibt. Wenn wir also ein Layout des Typs Produkt haben, dann können wir mit dem Layout-Designer mit Produkten genauso arbeiten wie mit Kategorien. Standardmäßig gibt es ein Layout, nämlich das Standard-Produktseiten-Layout. Der Unterschied ist allerdings, dass dieses Layout dann tatsächlich quasi durch den CMS-Designer geschleift wird und das Layout, das wir die ganze Zeit hier auf der Detailseite gesehen haben, einfach nur durch ein Code-Template ausgegeben wird. Wenn wir das also speichern und die Detailseite neu laden, dann sehen wir, dass es eigentlich genauso aussieht, weil die natürlich 1:1 angeglichen sind, aber wir laden jetzt ein Layout aus dem CMS-Designer. Und um an der Stelle nochmal kurz einzuhaken, wir sehen ja, das ist ein Standard-Layout mit Schloss, das heißt, daran können wir nichts ändern, aber wir können natürlich ein Duplikat davon erstellen. Dafür müssen wir wieder in unserem Bereich Erlebniswelten, können dann filtern nach Produktseite, können hier auf die drei Punkte gehen und sagen duplizieren. Dann haben wir ein Duplikat davon, wo schon alle Elemente drinstehen, so wie wir sie jetzt die ganze Zeit gesehen haben. Und auch die Datenzuordnung entsprechend gesetzt ist. Das heißt, hier bei der Galerie kommen dann auch die Bilder heraus, die unter Product Media gepflegt sind. Aber was wir jetzt mal ausprobieren können, ist, wir können hier noch ein weiteres Textfeld hinzufügen, und zwar direkt zwischen Beschreibungstext und Informationen zu den Produktbildern und zum Preis. Den Text lasse ich jetzt einfach mal so, Blindtext. Speichern das, dann gehen wir eben wieder zurück auf unser Produkt-Layout, ändern das Layout und wählen jetzt unser eigenes Produkt-Layout. Dann kommen wieder diese Überschreibfunktionen, die wir eben auch schon von den Kategorien kennen, gehen auf Speichern und laden die Storefront neu. Und jetzt haben wir hier eben einen neuen Textblock in unserer Produktdetailseite. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, wenn ihr, sage ich mal, 30 Produkte habt und ihr wollt wirklich für jedes Produkt eine ganz individuelle Produktseite haben, dann kommt ihr aktuell nicht drum rum, wirklich für jedes Produkt auch ein eigenes Layout anzulegen und dieses Layout dann zu verknüpfen. Im Normalfall ist es ja aber eigentlich so, dass man die Layout-Struktur bei jedem Produkt gleich haben möchte, damit die Kunden auch nicht verwirrt werden. Und dafür ist es dann durchaus hilfreich, wenn ihr sagt, ihr braucht einen Textblock, einen zusätzlichen, der bei jedem Produkt gepflegt wird. Dann könnt ihr das eben genau auf diese Art machen, indem ihr ein neues Layout anlegt, eure Blöcke hinzufügt und die Informationen dann direkt beim Produkt pflegt, weil ihr könnt hier ja über den Bereich Layout die entsprechenden Texte überschreiben. Also ich kann hier diesen Textblock, den wir hinzugefügt haben, nehmen und kann sagen, eine neue Info zum Produkt und damit wird dieser Text dann eben auch hier ausgegeben. Und diesen Überschreibprozess kann ich ja bei jedem Produkt individuell steuern. Brauchen wir an der Stelle jetzt auch nicht, deshalb lösche ich diese Layout-Zuordnung mal wieder. Anders als bei Kategorien kann man Produkte eben speichern, auch wenn gar kein Layout zugewiesen ist. Das liegt eben daran, weil dann standardmäßig das programmierte Code-Template im Hintergrund greift. Vielleicht wird es ja in Zukunft mal aufgehoben und es ist immer ein Produktlayout notwendig, aber aktuell funktioniert so. Dann kommen wir zum Bereich SEO, das ist auch wie bei den Kategorien die gleiche Funktionalität. Wir können einen Metatitel vergeben, eine Metabeschreibung und Keywords und wir können auch hier individuelle URLs für bestimmte Verkaufskanäle für unser Produkt erstellen. An der Stelle können wir uns auch noch mal kurz einen Bereich unter Einstellungen ansehen, auch wieder auf den Reiter Shop und auf den Punkt SEO. Und hier könnt ihr übrigens über Patterns einstellen, in welcher Form Shopware URLs erstellt. Das gilt sowohl für Produktdetailseiten als auch für Landingpages und Kategorien, die wir uns ja in den vorherigen Videos angeschaut haben. Wenn ihr also grundsätzlich mit der URL-Struktur von Shopware nicht zufrieden seid, könnt ihr das hier global ändern, ohne dass ihr jedes eigene Produkt oder jede eigene Kategorie manuell anpassen müsst. Wenn ich zum Beispiel hier oben sehe, unser Produkt wird gerade ausgegeben unter großes T, großes S und dann hier unsere Produktnummer, damit bin ich vielleicht nicht so happy. Es ist eigentlich immer ein Best Practice, dass URLs komplett klein geschrieben sind. Und deshalb könnte man hier beispielsweise bei Product Translated Name, was eine Variable ist, an der sich Shopware bedienen kann, einen Filter dahinter setzen. Es geht jetzt ein bisschen in die Twig Template Programmierung und schreiben Lower. Und mit diesem Befehl, wir sehen auch in der Vorschau, werden alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt. Das gleiche könnte man zum Beispiel jetzt auch für unsere Produktnummer machen. Und jetzt hätten wir eine standardmäßige URL-Struktur, mit der ich persönlich ein bisschen glücklicher wäre. Und wenn wir das jetzt speichern und auf unsere Übersicht gehen, dann sehen wir, dass diese URL noch nicht angepasst wurde. Und das liegt daran, dass Shopware das nur macht, wenn wir auch tatsächlich die Indizes neu erstellen. Dafür müssen wir einmal in Einstellungen System, Caches und Indizes und dann müssen wir hier unsere Indizes aktualisieren. Die werden jetzt im Hintergrund aufgebaut, das kann eine Weile dauern und dann ist unsere URL aber eben auch
entsprechend angepasst. Eventuell muss man auch nochmal den Cache leeren. Und wenn wir jetzt draufklicken, dann sehen wir, dass wir auf der richtigen URL landen, in der alles kleingeschrieben ist. Wenn ihr da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann können wir gerne auch nochmal ein Video nur zu diesen SEO-Einstellungen machen. Dann gibt es noch den Bereich Cross-Selling. Cross-Selling bedeutet, hier haben wir die Möglichkeit, andere Produkte bei dem Produkt als zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten zu platzieren. Hätten wir jetzt noch ein Produkt angelegt, wie zum Beispiel eine Hose, dann würde es natürlich Sinn machen, dass hier auch direkt beim Produkt den Kunden die Hose vorgeschlagen wird. Das haben wir jetzt nicht. Wir müssen also direkt mit demselben Produkt arbeiten an der Stelle. Aber das reicht ja, um das Beispiel mal durchzugehen. Wir müssen ein Cross-Selling erstellen, müssen einen Titel vergeben. Da können wir zum Beispiel nehmen, das könnte dir auch gefallen. Dann können wir das aktivieren. Dann können wir eben eine dynamische Produktgruppe wählen, was wir ja auch in zukünftigen Videos nochmal anschauen werden. Oder eine manuelle Zuweisung. Wir gehen jetzt mal mit der manuellen Zuweisung. Können dann Produkte aus unserem Produktkatalog auswählen, die wir hier hinzufügen. Und ich sehe gerade, dass es gar nicht möglich ist, dass man dasselbe Produkt im Cross-Selling verknüpft. Also müssen wir kurz ein neues Produkt anlegen. Dafür öffne ich mal einen neuen Tab mit unserer Produktverwaltung. Und was wir jetzt einfach mal machen, um das auch mal durchgegangen zu sein, ist hier auf die drei Punkte und sagen duplizieren. Und jetzt haben wir das Produkt kopiert. Das speichern wir direkt einfach mal so ab, schließen das wieder und jetzt sollte unsere Produktkopie, genau die T-Shirt-Kopie, hier als Möglichkeit zur Verfügung stehen. Das speichern wir mal und wenn wir jetzt unsere Produktseite neu laden, dann sehen wir noch gar kein Cross-Selling und das liegt daran, weil unser kopiertes Produkt nicht aktiv ist standardmäßig. Also müssen wir wieder nochmal zurück in unsere Liste und sehen schon hier in der Spalte aktiv, dass hier ein rotes X ist. Wir können hier übrigens auch mit Doppelklick in die Zeile gehen und Inline-Editing nutzen. Und dann setzen wir hier den Haken und hier hinten rechts klicken wir auch auf den Haken und das Produkt ist aktiviert. Und wenn wir jetzt die Seite neu laden, dann sehen wir tatsächlich hier unser Cross-Selling mit dem Namen Das könnte dir auch gefallen und unser anderes Produkt, mit dem wir hier direkt die Möglichkeit haben, hinzuspringen. Ihr seht schon, das sieht ein bisschen aus wie ein Tab und das hat auch einen Grund. Wir können nämlich mehrere Cross-Sellings erstellen. Also wir können jetzt noch ein anderes erstellen und sagen, ein weiteres Cross-Selling. Das aktivieren wir auch. Und weil wir natürlich nur das eine andere Produkt noch haben, müssen wir jetzt auch wieder diese T-Shirt-Kopie nehmen, speichern das. Und jetzt sehen wir, dass wir hier zwei verschiedene Cross-Sellings haben, zwischen denen wir auch wechseln können. Das heißt, ihr könnt hier den Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten, als nur eine Gruppe an Produkten, die eventuell noch zu diesem Produkt passen würden. Die Cross-Sellings können wir hier auch mal wieder entfernen. Und dann haben wir einen allerletzten Punkt in unserer Übersicht, nämlich Bewertungen. Und das ist einfach nur ein Querverweis zu unserem Bereich Bewertungen unter Kataloge Bewertungen, mit dem wir dann zu Bewertungen springen können, falls es schon Bewertungen zu diesem Produkt gäbe. Das sind also die wichtigsten Basics zur Erstellung eines Produkts. Es gibt noch ein paar wichtige Optionen im Bereich Einstellungen, die wir uns noch anschauen sollten. Und zwar könnt ihr hier auf den Reiter Shop und dann auf den Punkt Produkte. Und hier könnt ihr einmal einen Standardverkaufskanal definieren, dem jedes Produkt automatisch zugewiesen werden soll, wenn es erstellt wird. Wenn ihr beispielsweise nur mit einem Verkaufskanal arbeitet, dann könnt ihr hier eben einen Standard setzen und müsst das dann nicht jedes Mal selbst auswählen, wenn ihr ein neues Produkt erstellt. Und ihr könnt Verkaufskanal spezifisch, also es gibt einmal quasi die Optionen, die für alle Verkaufskanäle gelten und ihr könnt diese Einstellungen aber auch gezielt für bestimmte Verkaufskanäle überschreiben. Diese Möglichkeit werdet ihr in Shopware noch an vielen Stellen finden. Aber zu den Optionen, ihr habt die Möglichkeit, diesen Kaufen-Button im Listing direkt ein- oder auszublenden. Aktuell sehen wir den ja, also wenn wir hier aufs Listing zurückgehen, dann, jetzt ist sogar unser zweites Produkt auch sichtbar. Dann sehen wir hier direkt unten einen Button in den Warenkorb. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr diesen Button hier eben deaktivieren. Ihr könnt Produkte nach Abverkaufsende komplett ausblenden. Was dann aber nicht mehr möglich ist, ist das, was wir vorhin gebaut haben, dass wir ein Verfügbarkeitsdatum pflegen und den Abverkauf aktivieren und das Produkt dann trotzdem noch angezeigt wird, aber nicht in den Warenkorb gelegt werden kann. Ihr könnt komplett das Bewertungsfeature ein- oder ausschalten. Also wenn ihr grundsätzlich nicht mit Bewertungen arbeiten wollt, könnt ihr die hier deaktivieren. Ihr könnt Filteroptionen, für die es keine Ergebnisse gibt, deaktivieren. Schauen wir mal kurz nochmal in die Storefront, denn was wir uns nicht angeschaut haben, sind diese Optionen, die auch vom Produktlisting ausgegeben werden. Nämlich kann ich einmal hier nach Hersteller filtern oder nach Preis filtern und ich habe die Möglichkeit, meine Ergebnisse auch zu sortieren. Und hätten wir jetzt mehrere Hersteller erstellt, denen aber keine Produkte zugewiesen sind, dann können wir mit dieser Option hier eben steuern, ob diese Optionen überhaupt zur Verfügung gestellt werden, wenn gar keine Produkte damit verknüpft sind. Wir können einstellen, wie lange ein Produkt als neu markiert wird, wenn wir ein Erstellungsdatum gepflegt haben. Wir können definieren, wie viele Produkte pro Seite wir anzeigen wollen. Theoretisch können wir hier eine 1 eintragen und speichern. Und jetzt sollte unsere Paginierung angezeigt werden. Das können wir zwischen Seite 1 und Seite 2 wechseln.
ein Produkt pro Seite macht natürlich nicht viel Sinn, also setzen wir das mal wieder zurück auf 24. Ihr könnt eine Standardsortierung definieren, die standardmäßig eben ausgewählt ist. Und hier unten könnt ihr die Optionen, die für die Sortierung zur Verfügung stehen, definieren, verändern und auch neue hinzufügen. Also es geht um die Optionen, die hier rechts in dieser Sortierliste angezeigt werden. Wenn wir also die Sortieroption Name von Z nach A gar nicht zur Verfügung stellen wollen, können wir hier draufgehen und sie deaktivieren, ohne dass wir sie gleich löschen müssen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist dieser Filter Topseller. Da sehen wir nämlich, dass ein Kriterium hinzugefügt ist, nämlich verkaufte Einheiten, Reihenfolge absteigend. Ihr könnt hier also auch Filter erstellen mit sogenannten Suchkriterien. Wir könnten also mal eine neue Option hinzufügen und beispielsweise basierend auf dem Lagerbestand Reihenfolge aufsteigend. Das heißt, die Produkte mit wenig Lagerbestand würden ganz oben gelistet werden. Und dann könnten wir zum Beispiel einen Namen vergeben, bald nicht mehr auf Lager. Das aktivieren wir, speichern das und wenn wir unser Listing jetzt neu laden, gibt es eine neue Sortieroption mit dem Namen bald nicht mehr auf Lager. Macht jetzt in unserem Beispiel nicht viel Sinn, weil wir nur zwei Produkte haben, die genau die gleiche Stückzahl haben, aber ihr versteht, worum es geht. Das können wir direkt auch mal wieder löschen. Jetzt haben wir uns die wichtigsten Funktionen zum Erstellen von einfachen Produkten angeschaut. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen und zwar haben wir ein Plugin namens Produktvideos, mit dem ihr eben auch Videos zu euren Produkten hinzufügen könnt, nicht nur Bilder. Das habe ich jetzt hier mal installiert und wir bekommen einen neuen Button zur Verfügung gestellt, nämlich Video einbetten. Wenn ich da draufklicke, geht ein Modal auf und ich kann mich zwischen Vimeo und YouTube Videos entscheiden. Aktuell haben wir für eingebettete Videos nur diese zwei Plattformen unterstützt und dann können wir hier eine YouTube URL, die ich jetzt gerade im Zwischenspeicher habe, einfügen. Die wird automatisch auf die Video ID gekürzt. Dann können wir uns noch entscheiden, ob wir das Vorschaubild der Plattform nutzen wollen, also das Thumbnail, was ihr auf YouTube in dem Fall hochgeladen habt, oder ob ihr ein eigenes Bild definieren wollt. Wir nehmen jetzt mal das direkt von YouTube und klicken auf zur Galerie hinzufügen. Und dann haben wir hier ein YouTube-Video und können das genauso wie alle anderen Bilder in unserer Galerie sortieren. Wir haben die drei Punkte. Dort können wir das Video entweder entfernen oder wir können auch im Nachhinein nochmal das Vorschaubild bearbeiten, wenn wir das wollen. Und wenn ihr Videos weder mit YouTube noch mit Vimeo einbinden wollt, dann könnt ihr natürlich auch eigene Videodateien anbinden. Ich habe jetzt mal so ein Beispielvideo im MP4-Format. Das wird auch hochgeladen und steht dann einfach als Video zur Verfügung. Das könnt ihr auch sortieren. Und über die drei Punkte könnt ihr auch wieder das Vorschaubild bearbeiten oder das Video entfernen. Wenn ich das jetzt abspeichere und die Produktdetailseite lade, dann haben wir hier unsere ganz normale Galerie, nur mit der Möglichkeit, dass wir jetzt eben hier auch YouTube-Videos eingebunden haben und ein MP4-Video. Ich kann weiterhin auch in die Galerie gehen und habe dann hier auch weiterhin die Möglichkeit, in der Großansicht auch die Videos und die Bilder anzusehen. Und mit Videos kann man den Kunden Dinge halt einfach noch ein bisschen näher bringen. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Link zu all unseren Plugins findet ihr unten in der Beschreibung und Erklärvideo findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Und das waren die wichtigsten Einstellungen für einfache Produkte in Shopware 6. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr keinen weiteren Teil dieses kostenlosen Kurses verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Außerdem würden wir uns mega freuen, wenn ihr Teil unserer Community auf Slack werdet. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Checkt gerne mal unsere Plugins im Shopware Community Store aus und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.